In einem Gedicht sagt der schwäbische Dichter Konrad Weiß mit der Stimme Gottes zum Menschen: Irdisch hab ich dich gewollt. Man kann in diesem kleinen Satz, in dieser kleinen Bemerkung, sehr viel von dem wiederfinden, was wir gestern am Beginn des Buches der Weisheit als geistliches Leben bezeichnet haben. Und was dieses Buch heute, auch wenn wir darin mit 7 Meilenstiefeln unterwegs sind in unserer Leseordnung, was heute auch wieder anklingt. Nämlich was den uns vertrauten Worten, dass die Seelen der Gerechten in Gottes Hand sind, vorangeht. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und vielleicht ein ganzes Leben lang auf der Suche danach, dieses Bild wiederherzustellen. Und doch, irdisch hab ich dich gewollt. Diese, wie die Väter sagen, Deifikatio, diese Gottwerdung des Menschen, geht nicht an den irdischen Wirklichkeiten vorbei. Das hieße, die Schöpfung und die Erlösung zugleich missachten. Und das ist genau der Scheideweg eines christlichen geistlichen Lebens. Die Versuchung, sich entweder auf das Materielle, das Irdische zu beschränken und zu sagen, was interessiert mich alles andere, das ist nicht von Belang, oder das zu missachten und um sich irgendwelchen geistigen, spirituellen Ergüssen zu überlassen. Und das alles andere schlecht. Nicht umsonst ist eine gewisse Form des Buddhismus Leid bei uns so sehr attraktiv. In einer vollkommen materialisierten Gesellschaft hat das Hochkonjunktur. Man will entfliehen, man braucht einen Ausweg. Und der ist halt eben dann in der Auflösung im Nichts, wo man diese ganze Erdenschwere findet. Einzig das Christentum verbindet beides. Irdisch habe ich dich gewollt. Es ist die alte Geschichte, wie Gott den Mutterboden nimmt und daraus den Adam formt. Das ist unserer Existenz eingeschrieben. Wir sind Adam. Aber zugleich mit Gottes Lebensatem in uns. Und deshalb gerufen, immer mehr mit unserer irdischen Realität ihm ähnlich zu werden, dem In- und Abbild Gottes, Jesus Christus. Nie wird der Abstand aufgehoben. Das ist die große Aufgabe, die geistliche Aufgabe. Und doch gibt es ein Hineinwachsen. Was tun wir anders, wenn wir kommunizieren, als von ihm hineinnehmen lassen in das wahre Bild des Menschen, das uns in Jesus Christus aufleuchtet, der wahre Gott und wahre Mensch ist.